Niemand sollte jemals einen anderen Menschen so lieben dürfen. Nicht einmal die eigene Mutter. Ich wollte immer alles erfüllen, was sie erwartete. Du wirst kein Maler, ich verbiete es. Van Gogh hat sich mit 35 das Leben genommen. Ich will, dass du zu Lebzeiten deinen Erfolg genießt. Also verlegten wir uns auf die Literatur. Es gibt nur drei Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt. Deine Frau, die Ehre und Frankreich. Du wirst ein Victor Hugo. Das ist genug! Roman! Wieso lässt du mich nicht einfach in Frieden und kümmerst dich um dein Leben? Ich heiße Römer. So fingen meine Abenteuer an. Dann wurde ich vom Krieg überrascht. Du willst, dass ich ein Held bin, Mama? Ich versuche es. Römer? Hey, Römer, da kommt was für dich. Mein Sohn. Komm weg hier. Schämst du dich etwa für deine alte Mutter? Danke, meine Mutter könnte sterben, bevor ich alles, was sie von mir erwartete, vollbracht hatte, war mir unerträglich. Ich musste mit einem unsterblichen Meisterwerk in den Olymp der französischen Literatur aufsteigen. Ich schwor mir, ihrem Opfer einen Sinn zu geben, mich ihrer würdig zu erweisen. Dieser Aufgabe habe ich mein Leben gewidmet. Du musst es machen. Die Munition habe ich bereits. Du verübst ein Attentat auf Adolf Hitler. Aber wie soll ich ihn umbringen? Das wird nicht so einfach.